Die Neujahrsruhe im Regierungsviertel täuscht. Zwei Gewalttaten der letzten Tage beleben erneut die Debatte um die Migrationspolitik. Da ist zum einen die Prügelattacke von vier jugendlichen Asylbewerbern aus Syrien, Afghanistan und Irak im bayerischen Amberg am vergangenen Samstag. Sie verletzen durch Schläge und Angriffe 12 Menschen. Bilder gibt es davon nicht. Zum anderen versuchte in der Silvesternacht ein Deutscher in Essen und Bottrop ausländische Mitbürger mit seinem Auto bewusst zu überfahren. Es gab 4 verletzte Asylbewerber. Beide Ereignisse wurden durch die Bundesregierung verurteilt. Grundsätzlich möchte ich da sehr deutlich zu sagen, dass in Deutschland kein Platz ist für Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz, gleich welcher Seite, ganz egal von welcher Seite er kommt. In Amberg ist man erschüttert über die Übergriffe der Asylbewerber, möchte aber keinen Generalverdacht gegen Flüchtlinge aussprechen. Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn man den Fall mit der entsprechenden Härte verfolgt, aber nicht gleichzeitig jeden Asylbewerber unter Generalverdacht stellt. Nicht nur durch die Ereignisse in Amberg, sondern auch durch die Gewalttaten in Chemnitz und Köthen plant Innenminister Seehofer, die Abschiebung von kriminellen Asylbewerbern zu erleichtern, kündigte sein Sprecher in Berlin an. Dieses Gesetz wird in der Tat Veränderungen im aufenthaltsrechtlichen und ausreiserechtlichen Bereich enthalten und soll Probleme lösen, die wir gemeinsam mit den zuständigen Ausländerbehörden identifiziert haben, um eben bessere Durchsetzung der Ausreisepflichten zu ermöglichen. In Bottrop wurde mittlerweile gegen den deutschen Täter Haftbefehl wegen Mordversuchs erlassen. Er soll sich früher bereits in psychischer Behandlung befunden haben. Verbindungen zu rechtsradikalen Kreisen konnten bisher nicht nachgewiesen werden. Die Bewohner sind immer noch geschockt. Man dachte immer, in anderen Städten ist das der Fall. Und jetzt sind wir auch dabei. Eigentlich traurig. Und ich frage mich, was den Leuten im Kopf umgeht. In beiden Fällen will die Bundesregierung nicht von Terrorakten sprechen. Auch der Begriff Hetzjagd wurde in der Bewertung beider Gewalttaten bewusst vermieden.